Riesenbaby. Oh Mann, ich komme da nicht ran. Wenn du größer wärst, würde es nicht passieren. Okay, aber ich bin sehr klein und selbst wenn ich wachse, wäre ich niemals so groß wie der Baum. Wenn du die Gigafrucht essen würdest, wärst du gigantisch. Die Gigafrucht? Das ist eine magische Frucht. Sie wächst irgendwo versteckt an einem magischen Baum in der Tutti-Frutti-Bucht. Und wieso habe ich davon noch nie gehört? Das haben wir aus dem Internet. Angie, du musst eine Gigafrucht essen. Wenn du riesengroß bist, kannst du besser ernten. Aber wie finde ich sie? Jetzt rufen wir es mal Dottie an. Seht ihr, Spot ist der beste Schnüffler auf der Welt. Er hat einen super Geruchssinn und findet alles. Da, er hat etwas entdeckt. Oh, so ein winziger Baum. Ist das der magische Baum? Seht nicht mich an. Okay, Angie, isst die Gigafrucht. Oh, Erdbeben! Oh. Es ist gigantisch! Wow! Ja, dieses Jahr haben wir... Wow. Sie ist riesig! Angie ist ein Riese! Babys. Vorsicht, du trittst auf mich drauf. Hallo, Pom. Sei vorsichtig, du zerquetscht mich. Mama Mia, Angie, du bist ein echtes Riesenbaby. Riesenbaby? Das mag ich. Ja, siehst du, du hast keine Probleme mehr beim Ernten. So gigantisch zu sein ist das Beste. Angie hat wohl die Gigafrucht gegessen. Naja, sie sollte aufpassen, denn gigantisch zu sein hat Vor- und Nachteile. Angie, lass die Bursche in Ruhe, du machst sie kaputt. Aber euer Spielzeug ist zu klein für mich. Was war das? Mein Magen, ich hab Hunger. Essen ist fertig. Dann lass uns zusammen essen. Ich verhungere. Wow, sie hat alles aufgegessen. Ich bin größer, also muss ich mehr essen. Babys, wir müssen etwas tun. Stell dich vor, sie muss niesen. Dann landen wir wohl auf dem Mond. Aber wie machen wir sie wieder klein? Ganz einfach. Sie muss eine Minifrucht essen. Das war's. Eine Minifrucht? Das ist wie die Gigafrucht, nur umgekehrt. Und wie finden wir sie? Spot, such! Oh. Für einen Minifruchtbaum ist das mega groß. Und auf geht's! Okay, Angie, iss das. Aber ich bin gern groß. Ja, aber mit einem Riesen zusammenzuleben ist kompliziert. Es ist Zeit, dass du wieder du selbst wirst. Ich sagte nein. Ich will nicht klein sein. Vorsicht, das Riesenbaby kommt. Ich will groß sein. Magic Tears Jelly. Hilfe. Baba. Oh nein, Angie. Wow, das sind Mega-Jellies. Oh nein, das ist meine Schuld. Ich muss etwas unternehmen. Ha! Pass auf, Daisy! Riesenbaby, Riesenbaby, komm doch zur Ruhe. Riesenbaby, Riesenbaby, setz dich hin und mach die Augen zu. Angie, schau, was du getan hast. Wow, war das alles ich? So riesig zu sein, ist vielleicht toll für dich, aber gefährlich für den Rest von uns. Du hast recht, verzeih mir. Aber bevor ich wieder klein werde, will ich noch etwas machen. Wie gut du bist, Angie. Yeah! Das ist die Angie, die wir lieben. Du bist die Beste. Hallo? Oh, haben wir noch Mini-Früchte übrig?
keine Traube. Dieses Parfüm braucht alle Früchte. Lass mich mal sehen. Keine Erdbeere, Banane habe ich schon. Ja, Orange. Ich brauche mehr Orange. Vertrau mir, ich bin der beste Parfümersteller in der Tutti Frutti Buch. Oh nein, Nancy, du bist so ein Tollpatsch. Wo war ich? Mal sehen. Es ist perfekt. Es riecht nach allen Früchten. Ich nenne es das Tutti Frutti Parfüm. Nein, nein, das ist nur für Babys. La 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 la. Das riecht so gut. Was ist das? Ich will's auch. Das ist das Tutti Frutti Parfüm. Das Parfüm habe ich selbst gemacht. Was riecht hier so gut? Das ist mein Tutti Frutti Parfüm. Das muss ich probieren. Kann ich's haben? Hey, ich war zuerst. Erst ich. Nein, ich. Aber ich habe nichts mehr. Was? Nein, es riecht so gut. Ich möchte auch gut riechen. Geh nicht, der Geruch soll hier bleiben. Du musst mir helfen zu entkommen. Na. Bitte. Tut mir leid, dass ich dir nichts vom Parfüm gegeben habe. Das nächste mache ich dann nur für dich. Natürlich, Nancy. Wir gehen ins Fläschchental. Komm mit. Sie kommen. Der Geruch verschwindet irgendwo hier. Wir holen uns das Parfüm, Tutti Frutis. Hilf mir bitte. Oh, entschuldige. Was ist los? Die Tutti Frutti verfolgen mich und ich werde diesen Geruch nicht los. Ich habe ein wundervolles Parfüm gemacht und jetzt wollen sie es auch haben. Zum Glück habe ich daran gedacht, hierher zu kommen. Hier wird der Geruch intensiver. Schnell, sonst entkommt sie. Sie kommen! Bitte versteckt mich! Ich habe eine Idee. Keine Sorge. Ha! Schnell, da rein! Danke, Foxy. Sei ganz still. Sie kommen. Was macht diese Badewanne hier? Darin baden wir unsere Tierchen. Hier riecht es irgendwie nach Tutti Frutti Parfüm. Vielleicht bin ich das. Nein, nein, stopp. So verlieren wir unsere Spur. Wir suchen nach Grace. Sie hat ein Parfüm. Grace? Wer ist Grace? Ich kenne keine Grace. Ist sie bei der beflügelten Nachbarschaft? Natürlich, die beflügelte Nachbarschaft. Danke. Ich komme mit euch und bringe ihnen Kuchen. Oh nein, sobald sie bei der beflügelten Nachbarschaft sind, sehen sie, dass ich nicht da bin. Und dann verfolgen sie mich wieder. Keine Sorge, aber warum machst du nicht mehr Tutti Frutti Parfüm für alle Babys? Für alle Babys? Das dauert einige Tage, vielleicht sogar Wochen. Und wenn wir dir helfen? Dann schaffen wir es an nur einem Tag. Toll! Auf geht's zur Tutti Frutti Bucht. Zuerst 3 Tropfen Melone. Jetzt 1 von der Banane. Nur 1. Wird es wohl gut? Es schmeckt nach Parfüm. Ja, natürlich. Es riecht so gut. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Nein, nein, nein. So nicht. Wie war das noch? Sie kommen! Wie läuft es mit dem Parfüm? Furchtbar! Bringt mir Pfirsich, Traube und Melonessenz. Au! Oh nein, wir werden es nicht schaffen. Nancy, erinnerst du dich ans Rezept? Was meinst du mit, du hast es erfunden? Ich habe doch aber... Okay, okay, du hast es erfunden. Kannst du mir helfen? Ich habe noch nie gesehen, wie ein Team Parfüm herstellt und auch noch so koordiniert. Sie macht das beste Parfüm in der Tutti Frutti Bucht. Hey, da ist sie. Wir lieben dein Tutti Frutti Parfüm. Hast du nicht wenigstens einen kleinen Tropfen für uns? Es riecht so gut. Ich liebe das Tutti Frutti Parfüm. Nancy, es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Du hast mich gerettet. Danke. Magic Tears Jelly! Hey, mein Tutti Frutti Parfüm! Ich hatte nicht mal Zeit, um etwas aufzutragen! Keine Sorge, ich mache euch, was ihr wollt. Solange Nancy es mir beibringt, natürlich. Cry babies, magic tears. Die Welt voller Freude.
Hundewettbewerb. Wow, hier, das sind die Erdbeeren, die ich dieses Jahr zeigen werde. Damit gewinnst du den Wettbewerb. Genau, die sind wundervoll. Wundervoll? Seht euch das mal an. Wow, wie cool. Sie ist so groß wie ein Haus. Sie sieht aus wie die Sonne. Ich habe 3 Jahre in Folge gewonnen. Und dieses Jahr werde ich wieder gewinnen. Wollt ihr sie sehen? Ich würde euch Selfies damit machen lassen. Oh, es wäre ein Wunder, wenn meine Erdbeeren dagegen eine Chance hätten. Ein Wunder? Das ist ja wie Magie. Ah, weißt du, wo wir viel Magie finden? Hm? Am Fantasy Mountain. Los, komm! Wow! Tina, wir brauchen dich. Hallo. Wir wollen, dass unsere Erdbeeren super groß werden. Keine Sorge, seid gespannt. Das Richtige ist gleich zur Hand. Ein magischer Pflanzendünger. Ih, der riecht echt übel. Bah, das stinkt furchtbar. Ja, aber nur 2 Prisen dürfen es sein. Sonst geht euch eure Ernte ein. Unheimlich. Oh? Danke, Tina. Los, lass sie uns direkt düngen. 1 Prise und 2 Prisen. Oh, aber das war zu wenig. Gib das mal her. Aber Tina sagte 2 Prisen. Von 2 Prisen werden sie aber bestimmt nicht groß. Aber wenn wir zu viel nehmen, könnte etwas Furchtbares passieren. Glaub nicht alles, was man dir erzählt. Hey, was hast du getan? Viel hilft viel. Die wachsen ja gar nicht. Das hat nicht funktioniert. Ich gehe schlafen. Okay, also gute Nacht, meine kleine Frucht. Mama Mia, was sehe ich da? Guten Morgen. Was? Dieses Jahr gewinnst du den Wettbewerb. Yay! Ja! Warte. Wie wollen wir die transportieren? Der Wettbewerb ist am Strand. Wir müssen die kleine Beere hinbringen. Das ist mehr als eine kleine Beere. Das ist eine Riesenbeere. Also, vielleicht hat sie sich ein bisschen bewegt. Tina hat es uns ja gesagt. Und etwas Furchtbares ist passiert. Sie ist unmöglich zu bewegen. Entschuldige, ich nehme bei allem lieber ein bisschen mehr. Lieber zu viel als zu wenig. Wir müssen die Fantasy rufen. Nur 2 Prisen. Jetzt braucht ihr wohl einen Karren, ihr Narren. Es war Poms Schuld. Dollar-Babys! Wir geben unser Bestes. Ja! Geht es euch gut? Wir müssen uns geschlagen geben. Die Beere ist wie angeklebt. Was tun wir, dass sie sich bewegt? Ich habe eine Idee. Helft mir. Ich muss gleich weinen vor Lachen. Los, Babys. Der Plan ist, dass die Jellies uns helfen, die Erdbeere zu bewegen. Magic Tears Jelly! Auf geht's, Jellies. Schiebt. Nicht oben drauf. Drunter. Egal ob unter oder auf. Die Jellies hören nicht darauf. Oh nein, wir sind spät dran. Wir schaffen es nicht pünktlich zum Wettbewerb. Und der Preis für die kleinste Frucht geht an Grace. Yeah! Und nun, der letzte Preis des heutigen Abends. Sehnsüchtig erwartet, die größte Frucht. Wie komisch. Wo ist Ella? Sie hat sich so auf den Wettbewerb gefreut. Schon okay. Sie ist nicht hier, weil sie wusste, dass ich gewinnen werde. Oh, Pia wird gewinnen. Keine Sorge. Die Jellies gehen, wohin sie wollen. Ich hab's. Wir können sie mit Musik locken. Kommt schon, Jellies. Bewegen wir uns. Los geht's. Schiebt alle an. Es funktioniert. Und der Preis für die größte Frucht geht an... Ich, komm schon, sag es endlich. Hey. Entschuldigt die Verspätung. Ach du Schande. Gewonnen hat Ellas Super-Mega-Erdbeere. Gratuliere, Ella. Du hast die volle Punktzahl. Deine Erdbeere ist beeindruckend. Hey, Hilfe! Nein! Erdbeerlawine! Meine arme, zerstörte Erdbeere. Sei nicht traurig, Ella. Ich muss dir etwas sagen. Die Wahrheit ist, dass die Fantasy uns mit ihrer Magie geholfen haben. Der Preis gehört dir. Mach dir keine Sorgen um den Preis und sieh es mal positiv. Mit all dem hier können wir 100 leckere Desserts machen. Ich mache Eiscreme. Ich möchte einen Kuchen machen. Ich mache Fruchtgummi.
Bad Baby! Bad Baby ist unglaublich! Es ist das allermächtigste Baby im ganzen Universum! Der Turbo-Tornado! Der fantastische Looping! Hui! Nimmst du mich bitte mit? Natürlich, Candy. Du hast Superkräfte. Du solltest ein Superheld sein und allen helfen. Man braucht keine Superkräfte, um Menschen zu helfen. Du kannst auch ein Superheld sein. Halt dich fest, Candy. Ich? Ein Superheld? Achtung, Bösewichte. Bad Baby ist hier, um das Babyfläschchental zu schützen. Hä? Na komm schon, spiel mit mir. Ich werde dich retten, Winnie! Autsch! Das wäre Bad Baby niemals passiert. Unsere Mission lautet, beschützt alle Babys. Du wirst mein Kumpel sein. Du wirst Super Winnie! Hä? Wir sind jetzt die Superhelden im Tal. Brauchst du uns, um das Böse zu bekämpfen? Naja, nicht wirklich. Bist du sicher? Keine Probleme mit Bösewichten heute? Keine Alien-Invasion? Nicht wirklich. Ich habe nicht mal eine Fliege gesehen. Bis später. Ich muss los. Kitty baden. Keine Sorge. Superhelden geben nicht so leicht auf. Hm? Du warst nicht zufällig Superhelden? Nö. Hm? Sorry. Oh? Die Superhelden zur Rettung! Nein! Ein Selfie mit den örtlichen Superhelden? Das ist langweilig. Hilfe, bitte. Hä? Ich brauche Hilfe. Bad Baby kommt zu Hilfe. Und sein Kumpel. Vielen Dank. Kannst du mir mit dem Puzzle helfen? Dir noch einen schönen Tag. So kann man ja gar kein Superheld sein. Das sind keine echten Probleme, Winnie. Ich hab's. Wir machen die Probleme einfach selber. Winnie, pass auf. Wie konnte ich nur meinen Schnuller vergessen? Was ist los mit mir? Oh, ich kann den goldenen Schnuller nicht finden. Keine Panik. Bad Baby wird ihn ganz sicher mit seiner Gedankenkraft finden. Ich kann ihn hier irgendwo fühlen. Hab ihn. Danke, Bad Baby. Du bist mein Held. Die Tür klemmt. Bad Baby wird sie mit seiner Superkraft öffnen. Eins, ich komme. Zwei und drei. Danke, Bad Baby. Und Bad Baby hat Crystal geholfen, als ihre Türe geklemmt hat. Und Candy konnte ihren Schnuller nicht. Mein Skateboard. Bad Baby zur Rettung. Danke, Bad Baby. Warum haben wir in letzter Zeit so viele Probleme? Bleib hier. Bad Baby wird dich mit diesen Sprungfedern retten. Und du bekommst einen Keks. Hey, erwischt. Du bist schuld an den ganzen Problemen. Ich? Nö. Ich wollte ihn nur retten. Richtig, Lady? Lady! Ich bin nicht Bad Baby. Und jetzt ist Lady wegen mir in Gefahr. Hi. Das war knapp. Schau, was du angerichtet hast. Wie konntest du nur diese ganzen gefährlichen Sachen anstellen? Ich wollte doch nur ein Superheld sein. Aber du warst heute ein Superheld. Du hast gerade Navy gerettet. Ihr seid alle Superhelden. Magic Cheese! Wow. Cry babies, yeah. Magic.
das beste Tierchen. Ja! Los, Kitty, hol den Ball. Oh. Mein Tierchen ist geschickter. Schau mal. Hep. Oh, es ist so süß. Zu Hause hat es geklappt. Hey, Babys, wie geht's euren Tierchen? Naja, mal so, mal so. Wir haben euch von oben gesehen. Naja, Didi hat euch gesehen und uns alles erzählt. Hi, Didi. Und wir sind hergekommen, um euch zu helfen, weil unsere Tierchen sehr geschickt sind. Wir zeigen es euch. Okay, los geht's. Alle auf drei. Eins, zwei, Fantasy-Turm. Nein, doch nicht so. Jetzt werden wir stark und beweglich. Und dafür müssen wir hart trainieren, Disziplin haben und auf den Befehl warten. Hey, wartet! Hey, vorsichtig! Doch nicht so! Das ist ein Trainingsplatz. Aufhören, lass uns trainieren. Wie ich schon sagte, wir müssen konsequent sein. Lasst uns mit den Baumstämmen anfangen. Los, Bru, fang an. Wirklich gut. Sehr gut. Oh, wirklich schlecht. Los, Kitty, du schaffst das. Champion, du bist das allerbeste Tierchen der Welt. Zweite Prüfung, die große Dartscheibe. Bereit, Leni? Los! Oh, Entschuldigung. Wir sind dran. Los geht's. Du bist die Beste. Dritte Prüfung. Die Riesenbälle. Los geht's, Nadi. Du schaffst das. Los geht's, Kitty. Zeig allen, dass du das allerbeste Tierchen der Welt bist. Mach weiter, Kitty. Gut gemacht, Kitty. Und zu guter Letzt die verrückte Mühle. Los geht's. Du schaffst das. Schneller. Oh nein, pass doch auf. Mach nicht so. Wie enttäuschend. Los geht's, Kitty. Du schaffst das. Habt ihr das gesehen? Nein! Glaubt ihr nicht, wir haben etwas übertrieben? Ich glaub schon. Tut mir leid, Kitty. Geht es dir gut? Es tut uns wirklich leid. Magic Tears! Und jetzt seid ihr dran. Dich nicht vergessen und auf zum Training. Cry babies, cry babies, magic tears.
Gefangen im Spiel. Ja, Bonus. Wenn ich gewinne, bekomme ich das geflügelte Herz. Komm schon, lass mich mal. Doch nicht so. Spring, spring jetzt. Du bist so nervig. Außerdem ist das mein Tablet. Naja, okay, wie du meinst. Aber komm nicht später angekrochen und frag mich, wie du an das geflügelte Herz kommst. Hallo Lena, was ist los mit Dreamy? Ich weiß nicht, sie geht wohl zum Fantasyberg. Lass sie uns suchen. Na gut, los geht's. Einen Schritt nach hier, einen Schritt nach da und das Fantasy-Portal wird erscheinen. Höher als ein Flugzeug werde ich springen, das wird mir über die Leiter gelingen und mich zum geflügelten Herz bringen. Nein, dreh das Lenkrad, dreh das Lenkrad. Hm? Warte, sie könnte sonst einschlafen, bevor sie richtig eingepackt hat. Ja. Was gibt's, Leni? Schaut, das ist ja lustig. Lena hat ein Spiel gemacht, bei dem sie die Hauptrolle spielt. Nein, das bin wirklich ich. Ich? Das ist verrückt. Wir können sie sogar hören. Wie macht sie das nur? Ich weiß nicht wie, aber ich bin hier gefangen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie spielt man? Hey, die Steuerung ist hier. Oh, ich bewege mich. Ich meine, du bewegst mich. Oh, machst du das? Du bist das. Du musst mich steuern. Das ist die einzige Lösung. Ich rette dich. Drück den Sprungknopf. Das ist schwierig. Ist das der Sprungknopf? Nein, Sprung! Das geflügelte Herz. Vielleicht ist es der Weg raus hier. Du kannst auf mich zielen. Wow. Hey! Hey, aufpassen! Ich habe nur noch 2 Leben übrig. Oh Gott. Stopp! Ich werde müde. Videospiele werden nie müde. Sprung, Sprung! Bist du nicht müde? Sprung! Ich will spielen. Nein, du musst warten. Nur weil du nicht abgeben willst. Ich habe nur noch ein Leben übrig. Oh, du bist dran. Nein, nein, du spielst. Jetzt kann mich nur noch Dreamy retten. Wo ist Dreamy? Hier. Was geht ab? Braucht jemand Hilfe? Dreamy, du musst mir helfen. Du bist die Einzige, die besser in dem Spiel ist als ich. Okay, okay. Ich habe alles vom Fantasyberg aus gesehen. Aber hast du nicht gesagt, dass das Tablet dir gehört und du die Einzige bist, die damit spielt? Ja, ja, Entschuldigung. Hier gehört jedem absolut alles. Aber hilf mir, bitte. Okay, lass den Champion mal ran. Oh, wie toll. Wow. Los, Lena. Los, Dreamy. Los, Dreamy. Ja. Lena. Was ist los? Das Tablet funktioniert nicht. Es hängt. Das ist unser Fehler. Tut doch irgendwas. Warte. Wie meintest du, bist du noch mal da reingekommen? Naja, ich bin in ein Portal geraten. Ich habe unbewusst etwas gesagt. Wie war das? Höher als ein Flugzeug werde ich springen? Werde ich springen. Das wird mir? Das wird mir? Wie war das? Oh ja, richtig. Und mich zum geflügelten Herz bringen. Und mich zum geflügelten Herz bringen. Ja! Hey, ich kann mich nicht bewegen. Wow, das war aber eine tolle Idee. Komm schon, Dreamy. Wir haben es gleich geschafft. Wow, wie aufregend. Komm, wir machen das zusammen. Wir kriegen das geflügelte Herz. Dreamy, du bist immer noch in dem Spiel. Danke, Dreamy. Ich hätte es nie ohne dich geschafft. Magic Tears! Ja! Du spielst echt am besten. Das war einfach. Ich habe von der Besten gelernt. Hey, schau! Ein Videospiel! Thank you.
Ich hasse es, wenn die Früchte schlecht werden. Das riecht nach alten Socken. Aua! Das tut weh. Alles in Ordnung? Alles okay, aber mein Hintern tut weh. Magic Tears Jelly! Das sah lustig aus, aber du hättest dich echt doll verletzen können. Naja, da weiß wohl jemand nicht, dass dich auf den Kompost gehören. Hm, ich habe da so eine Ahnung. Schau mal, da sind noch mehr. Lass uns der Spur folgen. Ja, noch mehr Bananenschalen. Viel mehr. Aua! Ich wusste es. Du bist der bananenessende Schalenwegwerfer. Esser? Wegwerfer? Was? Ich heiße Nana. Das weißt du doch, Pia. Ich bin gestürzt und das ist deine Schuld. Du musst aufpassen, sonst verursachst du noch mehr Unfälle. Entschuldige, wenn ich eine Banane habe, vergesse ich einfach alles um mich herum, weil es so lecker ist. Nana, du kannst das nicht so ignorieren. Wir müssen die Tutti-Frutti-Bucht sauber halten. Aber findest du das so nicht viel schöner? Die Jellies scheinen es zu mögen. Okay, Babys, ich esse dann mal meinen Snack. Kann das wahr sein? Die Tutti-Frutti-Bucht ist mein Zeuge. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur ein weiterer Unfall durch eine Bananenschale passiert. Autsch! Mmh, lecker! Und ein Eiscreme. Oh ja, Bananeneiscreme. Ich krieg sie, ich krieg sie. Ah. Mm. Hm? Oh, Bananensaft. Lecker. Nein. So lecker. Hier, Tina, probier mal. Was? Hi, Babys. Ich habe genug von den ganzen Schalen. Ist sie nur Bananen? Keinen Ärger mehr. Ein Blick in die Zukunft, nur ganz kurz. Nana lernt ihre Lektion ohne Sturz. Und wann ist die Zukunft? Die Gegenwart macht mich nämlich echt fertig. Die Zukunft ist schon da und sie birgt große Gefahr. Nana, nicht! Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass die Schalen auf den Kompost gehören. Oh, hab ich vergessen. Hast du nicht dran gedacht, dass jemand ausrutschen kann? Du übertreibst doch. Ah, Hilfe, ich kann nicht sehen. Oh, hä? Ah. Sie stellt einen neuen Weltrekord auf. Vielleicht sollten wir ihr helfen. Nein, sie muss ihre Lektion lernen. Oh! Hi, Wolke, wie geht's? Ist das ein Vogel oder ein Flugzeug? Das ist Nana! Oh! Ups! Entschuldige! Vorsicht, ich treffe dich! Ah! Nein! Ich glaube, sie hat ihre Lektion gelernt. Sehr gut. Ich helfe ihr sofort. Wow. Oh! Ah! Die Eiscreme ist auch rutschig. Gerettet. Sorry, Pia. Ich werde nie wieder Bananenschalen liegen lassen. Da werde ich mich jetzt sicher dran erinnern. Das ist gefährlich. Schau, Pia. Du wirst dich wundern. Ich bin so oft auf den Schalen ausgerutscht, dass ich jetzt eine Profi-Skaterin bin. Wow, wie stilvoll, Tina. Hanna, hoch die Beine. Der beste Bananenschalenskater bekommt einen Preis. Diese kleinen Bananen. Und wenn ihr fertig seid, wisst ihr, wohin die Schalen kommen. In den Komposteimer.